Okay, hallo? Ja, ich bin wieder da, meine Lieben. Willkommen zurück zu Feed the Beast Reloaded. Sam ist heute ausnahmsweise mal nicht dabei, weil ich wollte unbedingt nochmal aufnehmen. Aber er kommt bald wieder, hat er ja versprochen. Ich hatte so eine Idee, weil ich sah etwas, was mir Sorgen bereitet hat. Und zwar hier. Wir haben keinen Saft. Wir haben keinen Saft mehr. Da geht gar nichts mehr. Da ist alles zappduster, meine Lieben. Da ist alles zappenduster. Und ohne Saft keine Arbeitskraft. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich nicht hingehen, mach doch mal so ein kleines Notstromaggregat hin. Und zwar hier. Und zwar genau hier. Und das wird hier betrieben durch die Laberreserven. Da haben wir ein bisschen was da. Sollte auch noch eine Zeit lang reichen. Alternativ. Ich könnte auch Fuel reinmachen. Ich habe mir da mal was gedacht. Ich gebe mal einen Generator. Und da gibt es ja recht viel Zeug. Survivalist-Generator, Furnace-Generator, das Bio-Generator. Der ist ja für Forestry, aber den kann ich zwar bauen, aber ich kann ihn nicht benutzen, weil die entsprechende Brühe fehlt. Also das hier, Radioisotopen-Thermoelektrik-Generator. Ja, da habe ich auch noch nichts. Semifluid? Blöd. Ach, das. Ach, du Scheiße. Semifluid. Was frisst der? Gehen wir hier nicht raus. Kinetischer Generator, das Glas-Stirling-Generator. Müssen wir echt mal gucken. Müssen wir echt mal hier gucken. Was ist denn das eigentlich? Stirling-Generator, ja, aber wie Stirling. Okay, da brauche ich einen Generator für Iron-Item-Casings und einen Heat-Konduktor. Das heißt, da brauche ich Rubbers und drei Kupferplatten. Ja, dann könnte ich mal probieren, sie bauen. So teuer sieht er gar nicht aus. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, off-air gemacht. Ich wollte mir einen Geothermalgenerator bauen. Ich bleibe erstmal bei dem Ding. Den Rest kann man ja mal ein anderes Mal ausprobieren. Zum Beispiel hier dieser Semifluid-Generator, was der an Saft frisst. Und das hier ist TNT-Generator, lol. Wahrscheinlich stopfen wir was rein, da platzt das. Ein Furnace-Generator, was haben wir hier? Lava. Ender-Generator. Kulinarischer Generator, was weiß ich denn da, was habe ich denn da dran? Wahrscheinlich Krumben. Oder wahrscheinlich Rührblie oder irgendwas anderes. Solargenerator. Muss mal luren. Der Nederquatz. Ein Diamantblock, okay. Nederquatz, Redstone, Lapis. Das wäre das Günstigste. Das wäre das Günstigste. Und Furnace. Naja. Gut. Dann werde ich auf jeden Fall erstmal den Geothermal bauen. Das scheint mir im Moment die beste Alternative. So. So. Gut. Ich wollte extra noch damit warten mit dem Bau. Damit ihr das auch seht. Die Grundrezepte habe ich aber schon off-air gemacht. Das hat mich 5 Minuten Zeit gekostet. So, jetzt muss ich überlegen, wie lege ich das hier mit der Pipe? Wie lege ich das hier die Pipe? Gut. Das ist jetzt nicht ganz so gut. Hier mal gucken. Hier mal gucken. Ja. Müssen wir das mal anders legen. So. Der Vorteil wird dran sein, ich kann das Ding jederzeit wieder verschwinden lassen. So, jetzt haben wir hier die goldene.
Golden Fluid. So. Jetzt habe ich die gebaut. Ich denke, ich werde es hier rumleiten. Das wird das Beste sein. Ich denke es jedenfalls, dass das das Beste ist. Oder wie soll ich das am besten machen? Ich müsste jetzt hier auch eine andere Pipe reinmachen. Müsste ich mal gucken. Wir haben noch Golden Pipes. Und doch bestimmt noch da. Irgendwo. Im Keller. Wo die Frau ist. Beziehungsweise nicht da ist und die Russen sind auch nicht da. So. Was haben wir hier? Das sind Cobblestone. Cobblestones. Alles Cobblestones. Aber nicht gedacht, ich hätte noch goldene da. Was ist das? Golden Transport Pipe. Das sind auch nur drei. Das ist ein bisschen wenig. Clay Fluid Pipe. Werde ich auch nicht brauchen. Gut, ich hau die mal raus. Sind das jetzt? Okay. Jetzt brauche ich da dreimal Kaktus. Dreimal Kaktus. Auch weißt du was, ich baue oben einfach nur ein paar Pipes. Die kosten ja nie die Welt. Und ich habe mir noch was überlegt. Für den Fall, dass wir mal wieder Energieknappheit kriegen. Da habe ich mir gedacht, gehen wir hin und graben hier noch ein bisschen tiefer rein. Und werde ich hier vielleicht noch so ein Wasserkraft-Array machen. Dass ich mir da halt mal so 50, 60 Wasserkraftwerke hinklatsche. Dass wir da immer so ein bisschen Notstrom haben, weil das hält ja auch nicht ewig. Nimm. Das hält ja leider auch nicht ewig. Okay, er scheint es aber im Moment gut zu fressen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, dann baue ich jetzt auf jeden Fall mal noch ein paar Buddenknödel. Bip. Und bip. So, wo haben wir hier noch? Ne, nicht Buddenknödel, goldene Knödel. Auch goldene Knödel. So, ich denke mal, das reicht dann auch. So, jetzt baue ich wieder Glas. Ganz viel Glas. So, 1, 2, 3, 4, dann wird es halt schnell hergestellt, indem ich ein bisschen Sand verreibe. Cobblestone verreibe. Fast schief gegangen. Das was, den habe ich jetzt auch noch hinterher. So. So. Da kann ich jetzt hier Glas draus zaubern. So. Jetzt habe ich da Glas gemacht. Jetzt machen wir hier entsprechend rein und siehe da, man hat ein paar schöne leckere Pipes. Jetzt brauche ich Pipe Sealing. Jetzt brauche ich wieder Pipe Sealing. Das ist die Frage. Zylindrical Cheddar, ne? Der nützt mir nichts. Der nützt mir nichts. Ich muss auch noch eine Kaktusfarm bauen. Bei Gelegenheit. Es ist so viel Arbeit. So viel Arbeit. Es ist unglaublich. Ich muss echt mal eine Kaktusfarm noch draußen bauen. Eine, die sich selbst erntet. So, jetzt gucken wir mal, welche Pipe Ceiling. Wie viel haben wir denn da drin? Kaktusgrün. Okay, das sind 15. Nehme ich mal 14 raus. Damit die Ordnung erhalten bleibt. Ich brauche aber noch mehr. Noch viel mehr. Meine Lieben, ich brauche noch viel mehr. Nur woher nehmen? Nur woher nehmen? Ich sag's ja, eines Tages hat man sowas im Überfluss. Aber jetzt, wo man es dringend braucht, ist nichts da. Aber hier ist Saguaro-Kaktus, ne? Aber normale Kaktus. Gut. 14.
sind 39, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wunderbar. Wunderbar. So, da habe ich die Augen mal da rein. Geil, das ist fertig. So, jetzt kann ich schon das nächste Erz verreiben. Mache ich hier auch nochmal weiter mit Eisen. Das muss alles gemacht werden. Und hier, das brauche ich auch noch ein bisschen. So, das lassen wir mal schnell auf Hochgrund laufen. So viel Zeit muss sein. Gut, da ist noch ein bisschen Saft drin und gleich ist er wieder leer. Schlimm. Aber das ist wenigstens die letzte Ladung, die gewaschen wird. Die letzte Ladung. Oh, nee, nicht schon so schnell. Nicht so früh. Na gut, es ist dunkel. Ach, shit. Dass es aber immer so schnell geht. Es ist immer so schnell. Sneef. So, jetzt haben wir hier die Pipes hier links. Und Transportpipes. Wunderbar. Wunderbar. Aber warte mal, die Woodenknolle. Hier haben wir sie noch. Gut, ich brauche auf jeden Fall hier die Woodenknolle. Ich muss hier ja das rauspumpen. Ergo. Ich muss hier das ein bisschen komisch legen. So, ich glaube, das ist aber zu hoch, oder? Alles ja wurscht. So. Was macht die Treppenstufe hier? Weiß wieder keiner, wofür sie da war. Au. So, jetzt lege ich da hier langsam mal eine rüber. Eine Brücke. So. Es wird später natürlich wieder weggerupft. Bis ich was Adäquateres gefunden habe. So. Exzellent. So, ja. Au. Okay, so passt's aber. So kann man es lassen. Jetzt brauche ich hier aber noch eine Engine. Wie es der Zufall will, habe ich tatsächlich sogar noch eine dabei. Habe ich sogar mal mitgedacht. Dachte ich sogar mal mit. So, dann machen wir hier den Hebel dran. Gucken, ob sie pumpt. Ja, sie pumpt. Sie pumpt. Also Eimer haben wir wirklich, ja gut, wir haben über 200 Eimer da drin. Das sollte eine Zeit lang reichen. Das sollte wirklich eine Zeit lang reichen. Lol, er läuft schon? Wie kommt denn das? Achso, das läuft aber schnell. Das läuft aber schnell. Kommt auch mit der Zufuhr nicht klar. Aber immerhin, er pumpt schon rein. Er pumpt alles rein, was er hat. Wie geil. Der pumpt schön ordentlich. Na, mach mal. Dann mach mal. So, hier, ich mach das mal wieder raus. So, jetzt kriegen wir auch wieder Energie. Da müssen ja jetzt eh nur noch zwei Stück gewaschen werden. Also, das sollte recht schnell gehen jetzt. Da ist die Anzeige immer noch gleich 0. Er schafft es halt einfach lieber nicht, oder? Doch. Es bleibt stabil. Es bleibt stabil.
Gerade so. Gerade so mit minimaler Kraft. Gut, dann hält es wenigstens jetzt mal temporär. Erstmal was aus. So, dann habe ich jetzt mal hier wieder die Pumpen rein. Die Dinger habe ich auch wieder rein. Den Lever habe ich auch rein. Das blubbert, ey. Das ist ja mal geil. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut, dass das funktioniert. Eieiei. Hätte natürlich noch so viele andere Generatoren hier. Elektrik-kinetischer Generator. Manueller kinetischer. Na gut, das ist aber nur für andere Art von Energie. Kinetischer Wasserknödel. Ja. Aber ich werde unten, dann werde ich dann Wasserräder bauen. Ah Gott. Ja, und das AKW, dafür ist ja Sam zuständig. Das ist sein Aufgabenbereich. Gut, aber wenigstens läuft das jetzt kontinuierlich da rein. Das läuft jetzt. So, und hier ist Gold, Staub. So, und noch ein paar Stone-Dust-Knödel. So, das ist fertig. Gut, dann können wir jetzt in Ruhe die Verarbeitung abschließen, so mit der Zeit. Zwar nicht mit Höchstgeschwindigkeit, aber es läuft. Es läuft. Ich gucke mal, was hier mit den Water Mills, wie die zu bauen sind. Okay, da brauche ich auch Generatoren, Holz und Stiggies. Also recht günstig eigentlich. Iron Furnace, ja, die Batterie ist an sie, was dann hier Ding frisst. Die brauchen hier nicht mal Circuits. Dann ist das eigentlich das Teuerste. Dann ist das das Teuerste. Ich könnte auch, wenn... Oh. Ist ja was? Ich baue jetzt einfach welche. Ich baue jetzt einfach ein paar Wasserknödel. Dann muss ich ja mal gucken, wie ich damit verfahre. Oder soll ich es lieber lassen und auf was anderes setzen? Ach, ich setze lieber auf was anderes. Ich gehe jetzt auch hin, ich muss ja drüben das Stahlwerk, muss ich auch noch den Stahlknödel fertig machen. Und dann muss ich wieder Holz ernten. Dann muss ich wieder Holz ernten gehen. Weil das Ding läuft ja sonst nicht weiter. So, buff. Das läuft. Gut, ne, endlich hier jetzt mal ein bisschen Holz. Wunderbar. Das läppert sich jetzt auch auf jeden Fall zusammen, aber jetzt kriege ich jetzt eine anständige Menge raus. Ich hoffe nur, es ist hier nicht zu dunkel für die Viecher. Ich hoffe es wirklich. Die nicht zu dunkel ist. So. Super. Aber den Birch-Bäumen, da ist die Chance, dass der Krüppel Version kriegst du wirklich sehr gering. Das freut mich. Das freut mich sehr. So, und hier die überstehenden. Die überstehenden Versionen davon. Cool, jetzt. Geil, jetzt zwitschern jetzt sogar schon Viecher. Wie geil, ey. Zwitschern Vögel. Habe ich ein Grasbiom quasi geschaffen, beziehungsweise ein Waldbiom. Kann ich zufrieden sein. So. Exzellent.
Super. So. Jetzt kann man hier noch den Rest wegmachen. Jetzt könnt ihr dafür nochmal eine Axt nehmen, weil die Kettensäge, naja, die ist ein bisschen laut. Aber was sein muss, muss halt sein. So. Oh, jetzt hängt da oben was drin. So. Wo hängt denn das da? Ist es weg? Jo. Aber da hängt dann jetzt noch anderes Zeug da. Ja, ich muss die so oder so wegmachen. Da kommt irgendwann alles runter. Wunderbar. Ich habe mir auch mal was überlegt für die Gummibäume. Und zwar, dass ich hingehen werde, die vorhandenen, die jetzt wieder geblüht sind, dass ich die auch wieder abernte. Oh, das hört sich auch nicht heuer an hier. Hilfe! Hilfe! Ich werde mal für die Gummiknolle werde ich auf jeden Fall auch noch was machen. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen für die Gummibäume. Das muss gemacht. Ist da einer überirdisch? Oder was? Hat sich da echt einer reinstibitzt? Ist er? Ist er der Teufel? Nee, zum Glück nicht da. Zum Glück nicht da. Ich glaube, sonst hätte es richtig Beef gegeben. So. Exzellent. Bim, 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 bim. Jo, immer schöne Musik. Gut. So. Super. So, und das ist der letzte. Gut. Wunderbar verblüht, aber der, ja, war eigentlich so nicht vorgesehen. Ich glaube, da hätte ich mehr Abstand machen müssen. Da hätte ich mehr Abstand machen müssen zwischen den einzelnen Reihen. Haben wir noch Platz? Ja, haben wir noch Platz. Da können wir auch schon wieder Biomasse herstellen für Sams Jetpack. So, und wenn ich die auch hier wegmache, kann ich jetzt anfangen. Kann ich hier gleich einen Gütetest machen. Wunderbar. Der hat schon einen Knubbel. Das ist sehr gut. Ein Knubbel.
bip, 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 bip.